Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. Wir sollten die Sachen zurückbringen, die Diggory gestohlen hat. Also einmal hinten beim Security-Mann. Bitteschön. Okay, dann hier. Und dann bei James wahrscheinlich, ne? Ja. So. Dann zurück zu Isabel. Ja, je, ich danke dir, mein Kind. Oh je, ich bin immer noch ganz verrückt nach Wild Beauty. Du bist mit deiner liebreizenden Mähne und diesen atemberaubenden Augen das allerschönste Pferd, welches mir je begegnet ist. Okay. Ja, wir haben jetzt ja einiges noch mit Isabel zu tun. Ich würde mich jetzt eigentlich als allererstes ganz gerne um den Schatz kümmern wollen. Und wir haben ja auch noch die Chips und das Schloss. Deswegen würde ich jetzt eigentlich ganz gerne erstmal das, ja, mich um die Schatzkarte von Mississippi Jones kümmern. Und um Isabel kümmern wir uns einfach dann im nächsten, also in der nächsten Aufnahme, gehe ich mal von aus. So, also nach Doyle's Abbey, den Weg, den der Vogel nimmt, der würde hier wahrscheinlich so rüberfliegen. Aber hier ist so überhaupt nichts. Hoppla. Ja, wir können nicht fliegen. Und deswegen kommen wir da auch so überhaupt nicht hoch. Ach, jetzt ist aber gut. Ich muss mal eben schnell gucken. Ach, da unten. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal eben gucken, ob die Luftlinie stimmt. Aber da haben wir es auch schon gefunden. Du hast meine erste Prüfung gemeistert. Jetzt wird's schwieriger. Mississippi Jones. Folge dem Strand zum Wasser. Bei dem kleinsten Pfeiler findest du den nächsten Hinweis. Also dem Strand zum Wasser folgen. So, hier ist der Strand. Zum Wasser. Der kleinste Pfeiler? Sind bestimmt die Dinger hier mit gemeint? Die spitzen Klippen. Aber wo ist denn hier der kleinste? Da. Da ist auch schon... Ah, oh, was ist denn das? Eine Flaschenpost. Gucken wir gleich nach. Gehen wir zwei Schrittchen zurück. Ne? Da. Da. Okay. Das war der zweite Hinweis. Das war nicht schwer. Nö. Folge dem fließenden Wasser und finde einen Weg rüber. Genau dort am Rande des Wassers ist der nächste Hinweis. Das Wasser fließt in die Richtung und der erste Übergang ist hier die Brücke. Da gehen wir gleich mal hin. Das müsste dann ja direkt die Brücke sein, der nächste Hinweis. Und was haben wir hier? Eine Flasche. Es scheint sich etwas darin zu befinden. Ein Brief. Ich muss ihn lesen. Mein Lieber, heute werde ich Jorvik verlassen und ich habe es nicht geschafft, mich von dir zu verabschieden. Meine Eltern erhielten Bescheid, dass wir zurück müssen und deswegen waren wir gezwungen, das erste Boot zu nehmen. Ich habe nie deine Adresse erhalten, aber ich werde diesen Brief über Bord werfen und hoffen, dass du ihn erhältst. Deine Anna, 12. Oktober 1972. PS, denk an den Baum, in den wir unseren Namen geritzt haben, am Rande von Hollow Woods. Besuche diesen Ort und denke an mich. Kuss, DS. Okay. Da müssen wir jetzt einen Baum in Hollow Woods finden. Wir kümmern uns aber erstmal weiterhin um den Schatz von Mississippi Jones. Da bleiben wir jetzt dran, bis wir den Schatz gefunden haben. Und wenn das das Letzte ist, was wir tun. Hier können wir nur mit dem Pony weitermachen. Allerdings wollten wir uns jetzt erst ein Shire noch holen. Und dann ein Pony. Das Pony also erst um einiges später. Hier könnte man eventuell versuchen, rüber zu springen. Habe ich noch nie versucht, werde ich jetzt auch nicht. Hier müssen wir hoch.
Denn hier an dem Ding kommen wir im Wasser nicht vorbei. So, die Sterne hier hatten wir, glaube ich, schon mitgenommen gehabt, ne? Das hatten wir mal gemacht. So. Oh, ich bin hier auf dem falschen Weg. Hoppala. Huch. Das geht ja mal gar nicht. So, da müsste jetzt ja irgendwo... Auf der anderen Seite hieß es, ne? Muss uns jetzt ja der nächste Hinweis erwarten. Sehen tue ich noch nichts. Naja, vielleicht sehen wir das auch erst, wenn wir drüben sind. So. Okay, das hieß, ich muss mal eben schnell lesen. Folge dem fließenden Wasser und finde einen Weg rüber. Genau dort am Rande des Wassers ist der nächste Hinweis. Ah, da unten, ja. Okay. Huch. So, jetzt wird es spannend. Du hast doch noch nicht aufgegeben, Mississippi Jones. Platziere dich auf der Mitte der Brücke und schaue in Richtung Heim des Herrschers. Reite in diese Richtung, bevor du auf halbem Wege bist, findest du den nächsten Hinweis, Mississippi Jones. Also, platziere dich auf der Brücke und schaue in Richtung Heim des Herrschers. Heim des Herrschers wird das Schloss sein. Und reite in diese Richtung, und bevor du auf halbem Wege bist, findest du den nächsten Hinweis. Okay. Wir müssen hier weg. Okay, dann stellen wir uns auf die Brücke. Das Schloss ist in die Richtung. Hier links. In die Mitte der Brücke. Uah, ich stehe Mitte der Brücke. Komm mal ein Stück zurück. So, hier ist also genau die Mitte. Und in Richtung Heim des Herrschers. Das heißt, irgendwo hier sollte sich der nächste Hinweis befinden. Wir gucken mal. Also theoretisch. Ne? Praktisch kann das schon wieder ganz anders aussehen. Na, wir schauen mal. Gucken, gucken, gucken. So. Auf halbem Wege. Also irgendwo... Hier dann jetzt, also... Ja? Stopp. Ah, da vorne. Juhu. Du kommst näher, aber ein bisschen ist es noch. Mississippi Jones. Reite zu dem Ort, an dem deine Suche begonnen hat. Da, wo sich drei Wege treffen, findest du den nächsten Hinweis. Reite zu dem Ort, an dem deine Suche begonnen hat. Da, wo sich drei Wege treffen, findest du den nächsten Hinweis. Das kann ja im Prinzip nur Doyle's Abbey sein. Wir haben hier Doyle's Abbey und da treffen sich ja drei Wege quasi. Also hier einmal und hier einmal. Könnte also hier sein oder hier sein. Unsere Suche hat ja zumindest rein theoretisch in Doyle's Abbey angefangen. Mit ihrem Grab. Wir gucken mal. Und das ging ja gut. So, jetzt könnte ja hier schon irgendwo der erste Hinweis sein. Da! Na, der war ja schnell zu finden. Du scheinst sehr entschlossen zu sein, den Schatz zu finden. Wir kommen näher, Mississippi Jones. Neben dir ist eine hohe Klippe. Reite dort hinauf und suche den nächsten Hinweis. Es kann ja nur die da sein. Okay. Da kommen wir von hier hinten rauf. Irgendwie. Sieht zumindest so aus. Ja. Ja, von hier kommen wir darauf. Okay.
Und da ist der nächste Hinweis. Der letzte Hinweis kommt jetzt. Gib nicht auf. Jetzt bist du fast da. Schau zurück auf das Heim des Herrschers. Davor siehst du das Symbol der grünen Meister. Dort ist die nächste Prüfung. Das hier, das werden die Runensteine der Druiden sein. Die grünen Meister werden mit Sicherheit die Druiden sein. Dann, ja, gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Ich weiß gar nicht genau, wie man da hinkommt. Kommen wir von hier aus dahin? Sieht fast so aus. Jawohl. Da sind wir auch schon. Es gibt keine Spur von einem Hinweis, aber es muss hier sein. Dieser Stein hier sieht wirklich speziell aus. Ich frage mich, was die Runen bedeuten. Diese Runen sehen uralt aus. Wer kann mir helfen, sie zu deuten? Elisabeth weiß sicher, was sie bedeuten. Ich muss nach Vaeldale reiten und mit ihr sprechen. Okay. Ich muss mir mal eben kurz angucken, wo dieser Kreis ist. Wenn wir nämlich hier gleich wieder zurückkommen sollten, dann sollte ich also zumindest eine Ahnung haben, wo. Irgendwo hier. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt mal den Abholservice nutzen. Und jetzt eben erstmal zu Konrad gehen. Bei ihm haben wir ja nun auch noch eine Quest. So, ein Schloss, damit die Tiere nicht weglaufen. Genau. Komm morgen zurück, dann wird das Schloss fertig sein. Bis bald, Priel. Bis bald, Konrad. Okay, das haben wir dann auch schon in Auftrag gegeben. Dann müssen wir nach Vaeldale zu Elizabeth. Und ja, auch noch zur Tierärztin. Ich würde... Die Flaschenpost haben wir auch noch. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen erst zur Tierärztin, sagen ihr eben Bescheid. Dann können wir mit Elizabeth reden und dann können wir vielleicht auch schon den Baum suchen gehen. Mal gucken, wie wir das alles so auf einen Weg dann hinbekommen. So. Hallo. Hallo, Frau Tierärztin. Hallo, Priel. Die Tiere aus dem Tiergeschäft markieren, das ist eine gute Idee. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich fahre morgen früh nach Fort Pintergom dann zurück. Okay. Alles klar. Das macht sie also morgen. Dann können wir jetzt nach Vaeldale rüber. Zu Elizabeth. Und ja, mit ihr einfach reden. Gucken, ob sie was weiß. Dahin. So. Wo bist du? Da. Okay. Ach, die pinke Farbe haben wir bei ihr ja auch noch, die Quest. Ah, komm, Süße, geh mal 2, 3 Schritte zurück. Dann wird es einfacher. Der alte Runenstein, ja, den kenne ich. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, was die Runen bedeuten. Lass mich dorthin gehen und schauen. Das wird sicher etwas dauern. Komm also morgen wieder, dann bin ich wieder da. Okay, dann hat sich das jetzt mit der Schatzsuche für heute erstmal erledigt. Dann machen wir doch einfach mit der pinken Farbe hier weiter. Hallo Priel, die Farbe ist fertig. Bringe sie zum Schneider. Ich hoffe, er wird zufrieden sein. Dankeschön. Gut, dann können wir die zum Schneider bringen. Was haben wir denn noch? Die Flaschenpost. Am Rande von Hollowoods, das heißt, wir sind von Steves Farm aus schneller.
Das ist gut, dann können wir nämlich jetzt erstmal die Farbe dem Schneider bringen und gehen dann im nächsten Part auf die Suche nach dem Baum. So. Donald. Hallo, ich habe Farbe. Hallo. So, hab vielen Dank, Brielle. Ich kann sehen, dass diese Farbe von sehr guter Qualität ist. Das wird eine tolle Weste. Jetzt brauche ich blaue Farbe für die Wolle. Es gibt da einen speziellen blauen Stein in Jorvik, der genau die Farbe hat, die mir vorschwebt. So. Nein, die mir vorgeschwebt hat. Jetzt ist es richtig. Der Schmied Konrad weiß viel über Steine und Minerale. Frag ihn mal. Okay, machen wir. Allerdings machen wir das dann erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.